Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Stardew Valley. Mensch, es ist immer so ein bisschen, dass ich halt doch. Verwirrend, wenn man so viel parallel aufnimmt. Ja, das wollte ich gerade eben sagen. Du nimmst mir die Wörter. Die Geister sind heute genervt, also nicht verkaufen. Oh, neues Rezept. Oh, dank Matthias, des ich weiß nicht, was du Ektoplasmas, das willst. du mir geliefert hast, ist mir ein großer Durchbruch auf dem Gebiet der geheimnisvollen Arkanum. Technik gelungen. Begleitend Beilegend. findest du Baupläne für eine äußerst nützliche Maschine. Neues Herstellungsrezept, Obelkist. Mini-Obelisk. Was ist das denn? Ah! Hartholz, Solaressenz, Goldbahn. Du brauchst 3 Goldbahn, 20 Solaressenz und 30 Hartholz. Platziere 2 auf dem Hof, um sich zwischen ihnen teleportieren zu können. Wow. Hier, Oh, so viele Ringe. ich weiß, was es ist, dass die Hat das Teleport. gerade im Spiel? Warte, hat das gerade im Spiel gedonnert oder fängt es gerade draußen an zu Nee, gedonnern? Ich weiß es nicht. das hat, glaube ich, im Spiel gedonnert. Oder es hat gar nicht gedonnert. Betty. Dann hat es gerade draußen gedonnert. Aber es sieht doch gar nicht so schlimm. Es sieht gar nicht schlimm aus. Doch, bei mir ist es gerade voll Ja, grau. mein Gott, so weit wohnen wir jetzt auch nicht auseinander. Ja, es ist aber trotzdem noch ein kleines Stück. Meistens ist bei mir das Gewitter schon wieder vorbei, wenn es bei dir erst richtig anfängt. Weil es halt einfach quer rüber zieht. Ja, okay. So, ich habe ja jetzt Hühner. So. Ich habe schon mal den Mais abgegeben. Du hast die Genau. Brombeere schon weggebracht. Ich hatte doch extra eine. Ja, ich habe aber alles schon reingemacht. Mann, jetzt bin ich Weil ich Hände traurig. mache. Ja, Ich Betty, hole mir mal jetzt noch zuerst, etwas immer zuerst, ne? Kakao. Ja, komm halt den Mund. Nee, hatte ich nicht. Du Bleibt mein bist gemein. Phrase. Du bist so fies. Danke, danke. Immer wieder gerne. Danke. Oh, ich habe noch was, was ich abgeben kann. Die Solaressenz. Bündel komplett. Wollten wir nicht in die Mine? Ich habe einen Magnetring bekommen. Was kann der? Erhöht deinen Radius zur Aufnahme von Gegenständen. Hab ich schon. Nichts Besonderes. Und es ist kein neues Dings dazu gekommen. Das finde ich jetzt echt blöd. Warte, was fehlt da jetzt noch? Ein Feuerquarz und ein Goldbarren. Genau. Hallo, was hast du da? Gib mir das. Kann ich dich hauen? Kann ich nicht. Cool, dann gehe ich jetzt einmal zu Gunther. Kann ich hier auch langlaufen? Ja, ne? Ja. Runter mit darunter. Oh, bei Pierre hängt was aus. Aushilfe gesucht. Eine Paste aus Brasse ist besonders frisch. Bla bla bla. 135 Gramm bei Lieferung. HW wird zufrieden sein. Cool. Nehmen wir einfach mal an. Ich habe keine Brasse. So, was gab's hier jetzt noch? Ach so, ich kann nur das oder das. Okay. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Na, du hattest ja die beiden Sachen vom Zauberer und ich kann die zweite Sache nicht annehmen. Ach so, das meinst du. Oh. War dir wieder vollkommen woanders gerade. Du hast jetzt dieses eine angenommen, ne? Ich habe das bei Pierre angenommen. Was war das nochmal? Ich habe gerade nicht zugehört. Eine Paste aus Brasse und ich glaube, sie sollen jetzt irgendwie eine Brasse bringen oder so. Für wie Eine viel Paste aus Geld? Brass ist besonders gut. Ein wundervolles Tonikum für Erkältung. Wenn du etwas davon findest, könnte ich es vielseitig einsetzen. Bringe Harvey Brasse. Bringe Havel Brasse. Bringe Harvey Brasse.
Kühe. Dann bringe ich jetzt alles andere weg, was ich verkaufen kann. Und wenn ich ein wenig extra Glück habe, weil die Geister gut gesinnt sind, dann verkaufe ich alles. Da habe ich hoffentlich ganz viel Geld. Wie läuft's in der Mine? Ganz gut. Das freut mich. Kann ich irgendwas ernten? Nein, kann ich nicht. Schade aber auch. So. Das kann ich verkaufen, das kann ich verkaufen. Das kann ich verkaufen, das kann ich verkaufen. Und ich wollte gucken, dass ich die Dings irgendwo anbringen kann, wo wir Eichen, Hanf, wie nennt man das denn? Was denn? Och. Ja. Oh, das andere. Sprich dich aus. Harz. Eisen. Harz. Nein, Harz. Mensch. Ja, das, ich weiß schon, glaube ich, was du meinst. Ich glaube, was anderes. Warte, welchen Bündel war das jetzt? Ich will das jetzt wissen, wie das heißt. Ahornsirup, meine Herren. Das war jetzt anstrengend. Ich laufe dir aber mal so ein bisschen Richtung Mine entgegen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Dann können wir ja, alles gut. Ich mache hier schon. Ja, noch ein bisschen Erz und so. Ein bisschen davon. So, es ist. Oh, es ist ja gut in der Zeit gerade. Also ich bin eben 18. Wundert euch nicht, warum. Guck mal, Sebastian, ich hab Quarz. Ich weiß, du magst Quarz. Hallo. Ich habe gar nicht geguckt, ob du das magst. Ich bin auch gar nicht weird. Danke, ich mag das. Ich weiß, dass du das magst. Ich hab geguckt. Ich hab deine Mutter gefragt. Wenn du Glück hast, siehst du bei diesem Wetter einen Frosch. Echt? Willst du nicht noch mehr mit mir reden? Ich hab dir gerade Quarz geschenkt. Will er nicht. Du kannst nur zweimal mit ihm reden. Ich konnte es gerade nur einmal. Achso, na dann möchte er wahrscheinlich nicht reden. Ja. Ey, das ist gemein. Ja, ist aber so. Weil, was halt alle noch nicht wissen, aber Sebastian und ich lieben uns eigentlich. Es ist halt ein offenes Geheimnis. Auf welcher Ebene bist du gerade? 19. 19? Ja. Was machst du da oben? Entweder mache ich denn was da unten, weil ich halt noch so einen Quarzkack da brauche, wegen der Maschine von den Eier und so. Da ist ja gar nichts mehr. Warte mal. Dann gehe ich mal wieder dahin. Eigentlich könnte ich mir jetzt noch eine Lisa kaufen, aber... Mal gucken. Eine Lisa? Ja. Ich habe meine Hühner nach Blackpink benannt. Ah, ich glaube, das macht Sinn. Drop it like a lighter. Drop it like a lighter. Ah, da sind wir. So. Ich habe einen Diamant gefunden. Ich kann Mani einen Diamanten schenken. Oh mein Gott, nein, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht. Oh mein Gott, das liebe ich. Aber das auch ein Diamant ist. Ihr seid doch alle so verwöhnt hier. Wir wollen alle Diamanten haben. Mani und ich müssen Freunde werden, ansonsten komme ich nicht an die Unterhose. Oh nee, verpiss dich, du Drecksvieh, lass mich in Ruhe. Ich will nicht kämpfen müssen. Geh weg. Ich habe eine Höhlenkarotte gefunden. Irgendwie finde ich auch nicht so wirklich Eis, Bronze, Kupfererz, so, jetzt habe ich's. Oh, reden. Wer hat denn gesagt, dass wir in Let's Plays reden müssen? Lass mich du Let's Plays aufnehmen. Ja, ist echt so.
Kommt wahrscheinlich besser an. Bei den ganzen Sprachfehlern. Kann doch nicht sein, dass ich hier nirgendwo Kupfererz rauskriege. Ich weiß nicht, wie weit du mittlerweile runter bist in den Ebenen, weil ich bin jetzt auf 21. Ebene 23. Oh, ich bin gleich da. Oh, noch ein Durchgang. Noch so ein hässliches Vieh. Oh, mein Magen knurrt. Was ist denn da los? Ey, ich habe ja gleich eine Stunde Zeit, ne? Wofür? Naja, wenn du jetzt gleich eine Stunde... Achso, ja, stimmt. Dann kannst du ja weitermachen. Dann könnte ich ein Brot backen. Hä? Ich habe kein Brot mehr zu Hause, aber ich habe noch Brotbackmischungen. Jetzt will ich ein Brot backen. Ich habe noch nie Brot gebacken. Kannst du mir bitte ein bisschen Eisen, Kupfer, irgendwie ein bisschen an die Hand geben? Ich habe erst drei. Betty. Ich bin auf der gleichen Ebene. Ich höre dich hauen. Wieso sagst du, dass da keine Leiter ist? Bist du? Oh, ganz viele Monsters. Lasst mich euch alle töten. So 90s Kid, Juni, meine Journal, 90s Kid. Noch so schön schwach. Ja. That's stimmt. Durchgang. Oh, yay. Oh, noch mehr Monster. Lasst mich euch alle töten. Hier unten seid ihr noch so schön schwach. Ah! Ich will das abbauen. Was ist das? Ein Topas. Oh, aus diesen Würmern werden die Viecher. Ja. Wusstest du das nicht? Nein, ich wusste nie, woraus die entstehen. Aber das Coole ist, ich krieg Käferfleisch. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir nach oben wenn gehen. Wenn wir jetzt so langsam nach Hause gehen, genau. Ja. Mine verlassen und erstmal nochmal schönen Schlag abkriegen. Cool. Meinst du so einen Schlag? Ja, genau. Wusste gar nicht, dass der Hammer das machen kann. Sorry, ich habe Aggression. Das ist halt so cool. Hey. Es ist halt... Klingt das auf Stein anders? Oh, warte mal. Nee, geht nicht. Du sollst doch nicht immer bei mir übernachten, meine Herren. Ja, mein Gott, ey. Was ist das denn? Kriegerring. Cool. Aufstehen. Mehr als 2 Kaffee am Tag sind schädlich. Ja. Vor allem um diese Uhrzeit, ja. Morgen wird ein wunderschön sonniger Tag. Ah, super, wieder gießen. Die Geister sind heute sehr glücklich. Verkaufen. Oh, ich hab Post. Hallo, es ist gerade Brombeerenzeit. Die Büsche sind voll mit ihnen. Ich würde auch gerne ein paar pflücken, aber ich habe meinen Korb verloren. Kannst du helfen? Linus. Ich muss für Linus Brombeeren pflücken. Do I look like? Topas kann ich scheinbar verkaufen. Oh nee, das gehört hier nicht rein. Weißalge sind super schleimig. Käferfleisch. Erdkristalle. Gunther kann dir mehr darüber erzählen, wenn du es dem Museum spendest. Okay. Geoden kann ich öffnen lassen. Quarz und so behalte ich noch alles hier. So, Reissprost, das kommt weg, das kommt weg. Das kann ich abgeben, das kann ich öffnen lassen. Ich habe meine Felder kaputt gehauen von dem nicht. Egal. Kann
Betsy. Kann ich noch was pflücken? Cool. Hier irgendwas dran, was ich pflücken kann? Nein. Okay. So. Was wollte ich denn jetzt machen? Ach so, warte. Das wollte ich auch noch wegpacken hier. Ich habe auch einfach kein Händchen für Dingsbums. Für was? Gießen. Ich habe das irgendwie so voll selten, dass ich so goldene Sachen ernte. Vor allem habe ich nicht letztes Mal extra noch so Superdünger gekauft. Oh ja, du musst doch nicht wissen, wo sein Korb ist. Ich bin out of water. Water. Oh, das ist auch so ein geiler Insider gewesen. Was? Water. Es gab da mal jemanden in meinem Leben, der Musik gemacht hat. Ich kann sie denken, wer. Und dann haben wir uns halt so super viel, also wir haben uns halt bei einem Künstler, ich weiß nicht mehr, wer das war, haben uns halt so super viel beeiert über halt so richtig geniale Adlibs. Und da waren halt so Sachen bei wie Water oder so Wet, Wet, Wet. Und es war einfach so witzig, wie oft wir das halt einfach mitten im Satz als so random Adlibs verwendet haben. War schon cool. Ich benutze übrigens tatsächlich den Concealer. Was? Achso. nicht das Gimmick, dass ich halt drei Felder auf einmal gießen kann, weil ich es irgendwie trotzdem noch leichter finde. Die einfach einzeln zu gießen. Das wollte ich sagen. Heute ist ein schöner, ruhiger Tag. Ich habe schon wieder so viel zu erledigen. Bärenkorb. Finde Linus Korb und bring ihn zurück. Ich weiß auch gar nicht, wo der Korb ist. Vielleicht da, wo Robin ihre Axt verloren hat oder so. Kann auch sein. Bin schon fleißig am Sammeln. Ich sammle Brombeeren. Cooler wäre es gewesen, hätte man den, keine Ahnung, irgendwie 10 Brombeeren bringen müssen und nicht seinen hässlichen Korb. Ja, ist echt so. Ekelhaft! So. Ist ja grauenhaft. Okay, gucken wir mal. Idioten öffnen und dann ins Museum. Und ich habe nur noch 89 Gold. Ich kann gar keine neuen Saaten holen. 89 Gold hast du. Aquatische Überbevölkerung. Aus unbekannten Gründen ist die lokale Bevölkerung von Lachs auf ein nicht mehr tragbares Niveau ausgewachsen. Ich brauche einen örtlichen Angler, der mir hilft, ihre Zahl zu reduzieren. Guten Tag, für eine bevorstehende Werbeaktion erwäge ich, hochwertiges Gemüse zu einem leichten Aufpreis anzubieten. Weißt du, wo ein sparsamer Ladenbesitzer 25 Nein. Goldstern-Gemüse könnte? 25 Goldstern-Gemüse Auftrag annehmen. Wenn es dafür gutes Geld gibt, man hat 21 Tage dafür Zeit. Aha. Da sehe ich mich. Ich habe bestimmt noch Goldgemüse. Und wenn nicht, habe ich halt Pech. So, Geoden aufbrechen. Dann gehen wir mal direkt runter zu Gunther. Oh, das klingt cool. Wir gehen runter zu Gunther. Oh, Mann. Dem Museum. Hä, wo ist denn sein Scheißkorb? Perfekt, neue Belohnung. So, wer sucht nochmal seinen Kackkorb? Pierre. Nee. Linus. Gemüse und Goldqualität ernten. Lege die Erzeugnisse in die leere Produktbox im Geschäft von Pierre. Oh, das ist so cool. Linus. Du musst halt 25 mal Gold ernten. Du kannst halt nicht Vorhandenes nehmen. Was wollte ich denn jetzt noch machen? Bist du? Kann ich dir eine Brombeere schenken? Magst du Brombeeren? Das ist so ein nettes Geschenk. Danke dir, Harvey. Ich glaube, Harvey mag Brombeeren.
So, dann gehen wir jetzt zurück und verkaufen alles, was jetzt übrig ist und wir nicht brauchen, weil... Genau, wir brauchen Geld. Heute ist doch der Herblinus. Da wäre ein Korb. Korb gefunden? Nein, habe ich nicht, deswegen gucke ich ja gerade. Man kann das weg, das weg. Das weg, das weg, das weg, das weg. Irgendwer mochte doch noch Erdkristalle da. Als Geschenk. Es ist Brombeerzeit, aber Linus kann seinen Korb nicht finden. Er bittet dich darum, ihm den Suchen zu helfen. Er hat keine Ahnung, wo das ist. Finde Linus' Korb, bringe ihn zurück, lege den Eingang zum Tunnel links der Bushaltestelle. Okay, was macht es denn da? Links bei der Bushaltestelle. Hast du das jetzt gerade nachgegoogelt? Ja, habe ich. Das war mir so schädigeil gerade. Du schummelst. Ich schummel gar nicht. Das ist Schummeln. Nein. Doch. Betsy. Ja, ich kann nichts dafür, dass du ein frecher Schummler bist. Wenn du es nicht besser kannst, warum meldest du dich überhaupt? Wow. Hey! Ich war vorhin bei der Bushaltestelle. Links, nicht rechts. Ich will das doch hier nur. Hä, aber wo? Oh, du kannst da noch weiterlaufen. Ja, meiner. So. So. Lauf jetzt straight up hinterher. Kiss sie lang. Wo ist denn Linus? Das ist doch der Ältere, der doch ne? Ja. Wer ist Linus? Der Ältere, der? Im Zelt wohnt. Ah. Ja. Oh, Shane. Ich kenne dich nicht. Warum redest du mit mir? Ja, weil ich mit dir rede. Magst du Quarz? Warum gibst du mir den Müll? Er mag keinen Quarz. Shane und ich sind, glaube ich, keine Freunde mehr jetzt. Ja. Warte mal. Zelt. Das Zelt war... bei Robin. Oh Gott. Okay, laufen wir los. Was bekomme ich denn für den Korb, hä? Oh, der ist gar nicht da. Wo ist er? Raus! Oben am Bahnhof vielleicht. Kann sein. Ich habe noch eine goldene Brombeere gepflückt. Goldene? Ja. Ach so. Ich habe jetzt schon zwei goldene Brombeeren. Linus! Ja, der ist da bei diesem Dings. Mein Korb, danke dir. Gemacht. Was bekomme ich? Was bekommen wir? Gar nichts. Ach Gott. Das ist ja eine Frechheit. Wow, das verletzt mich jetzt, aber das enttäuscht mich. Ich habe gedacht, wir kriegen wenigstens als Obolus irgendwie, weiß ich nicht, eine goldene Brombeere oder so. Weil ich meine, ich erwarte von dem nichts. Der wohnt in einem fucking Zelt. Ja. Aber so eine goldene Brombeere oder so wäre halt schon cool gewesen. Warte mal. Qualität ernten. Kann ich dem auch goldene Brombeeren bringen? Ja, Piaslan hat jetzt eh schon zu. Egal. Was braucht denn da, dass du golden ist? Einfach nur, du sollst 25 goldene Sachen ernten und ihm bringen. Mehr nicht. Kann ich noch irgendwas verkaufen? Die Dings sind heute glücklich. Das brauchen wir auch nicht mehr. Das brauchen wir auch nicht mehr. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. Ich brauche das ganz und gar nicht.
Ich brauche das. Betsy, 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 Klappe, Klappe, Klappe. Hey, sei nicht so gemein zu mir. Doch. Golderz, Kieferfleisch. Harz, Schleim. Kyanit. Die geometrischen Seitenflächen sind so glatt wie Glas. Lunarit. Glas. Schmaß. Ich habe schon wieder vergessen, wer von uns beiden die Anmod gemacht hat. Ich glaube, das war ich. Ich weiß es nicht. Sollen wir schlafen gehen oder musst du noch was erledigen? Muss noch kurz was erledigen. Cool, dann gehe ich mal gucken, ob eventuell sich die Erze schon gesammelt haben. Sirup. Ich weiß nicht, wie lange die brauchen. Ich kann das nicht einschätzen. Nee, die laufen noch. Ich habe übrigens sechs. Was? Ja. Der erste Baum, wo das dran hängt, ganz oben, ist meiner. Und der Baum ganz unten ist das, wo du das dran gehangen hast. Ganz rechts ist auch nochmal ein Baum. Da hab ich auch nochmal einen dran gehangen, aber das ist auch meins. Wo jetzt? Na, wenn du runterläufst, du hast doch ganz unten an dem Baum nochmal so ein Haken. Ach so, ja, okay. Ja, ja, ja. Schräg daneben und da drüber sind noch zwei Bäume, die da dran hängen, sind meine. Okay. So. Also ich habe jetzt 6, 7, 8, 9 Gold habe ich. Ja. Machen wir. Ab ins Bett. Ich bin mal gespannt, wie viel Geld ich jetzt verdiene. Das müssen wir noch kurz abwarten hier. 8. Tag im Herbst. 725. 1900. So. Okay, das war's mit der Folge von Stardew Valley. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Hinterlasst gerne einen Daumen hoch und da kommentiert nicht vergessen. Und Betty und ich sagen wie immer: Ciao, ciao.